Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Sehr wenige Kunden. Ich kann es gar nicht glauben. Die Töpfe sind mit 5000 Francs ausgezeichnet, pro Stück. Soweit ich das feststellen kann, sind diese Töpfe fast identisch mit dem, den ich in Aubiers Haus gefunden habe. Bei diesen Preisschildern gehe ich nicht mal in die Nähe der Töpfe. Die Mädchen sind in ihrer ganz eigenen Welt. Okay. Hi, Mädels. Hallo? Oh Gott. Hab ich einen Witz verpasst? Okay, sehr freundlich. Chinesen, Japaner, irgend sowas. Ah, finde ich cool, dass man jetzt die Gesichter halt sieht. Man kann es halt mehr identifizieren wie vorher halt. Also vorher gab es diese Gesichter halt nicht. So. Er sieht aus wie eine ältere Ausgabe von Lobineau. Der gleiche selbstgerechte Gesichtsausdruck, die gleiche Verachtung im Blick und der gleiche verdammte Pferdeschwanz. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Ja, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind Engländer? Heutzutage betrachtet man sich vorzugsweise als Europäer. Klar, was immer Sie sagen. Und wie genau kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich wüsste gerne Ihre Meinung zu diesem Topf. Interessant. Möchten Sie dieses Stück vielleicht verkaufen? Das kommt darauf an. Was würden Sie mir denn dafür bieten? 300. Möglicherweise sogar 325. Was? Diese anderen Töpfe kosten das Stück 5000 Francs. Ja, aber das hier ist ganz deutlich das Werk einer minderwertigen, degenerierten Kultur. Sie meinen, es ist Englisch? Hören Sie, warum holen Sie nicht noch eine zweite Expertise ein? Von wem? Mr. Lane, ein weltbekannter Kunstkritiker und Sammler. Das ist ein Kunstkritiker? Ich dachte, der Zirkus wäre in der Stadt. Okay. Ich habe diesen Zeitungsartikel gefunden. Er berichtet über eine bevorstehende totale Sonnenfinsternis. Wirklich, Sir? Sowas, sowas. Faszinierend. Ich hätte da ein paar Fragen zu diesen Töpfen. Zur Mexiko-Kollektion? Aber sicher, Sir. Woher haben Sie sie? Aus Mexiko natürlich. Ich glaube, Sie werden den Preis höchst vernünftig finden. Hey, ich will sie doch nicht kaufen. Oh, ich verstehe. In diesem Fall entschuldigen Sie mich bitte. Was? Glaube, es hackt. Kommen hier viele zentralamerikanische Indios einkaufen? Nein, Sir. Wir sind hier in Paris. Zentralamerika liegt mehrere tausend Kilometer südwestlich von hier. Quer über den Atlantik und dann links. Sie können es gar nicht verfehlen. Tja, aber wie das so ist, habe ich gerade heute Morgen ein paar zentralamerikanische Indios gesehen. Touristen, Sir. Paris ist zu dieser Jahreszeit voll von ihnen. Ah ja. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Selbstverständlich. Sein Name ist ein Synonym für Maya-Kunst. Eine Menge dieser Kunstwerke hier stammen von Aubier selbst. Okay. Ich nehme doch an, Sie haben eine Importerlaubnis für diese Antiquitäten. Natürlich, aber das ist auch nicht mein Problem, Sir. Der Professor arrangiert den Transport. Wir brauchen die Sachen nur an den Docks abzuholen. Könnten Sie mir wohl verraten, welche Docks Professor Aubier für seinen Kunstimport benutzt? Gütiger Himmel, nein! Ich werde doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern. Warum denn nicht? Glauben Sie an die Geschichte, dass Aubier seine Frau ermordet haben soll? Selbst wenn es stimmt, wer könnte ihm dann einen Vorwurf machen? Sie war eine opportunistische Schlampe. Zumindest habe ich das gehört. Okay. Haben Sie schon mal einen Film mit Aubiers Frau gesehen? Nur einen. Glauben Sie mir, ich war geschockt, angewidert, entsetzt und abgestoßen. Naja, dann haben Sie ja richtig etwas geboten bekommen für Ihr Geld. Als ich das letzte Mal im Kino war, habe ich mich lediglich gelangweilt. So, letzte. Wonach ich Sie eigentlich fragen wollte, ist ein schwarzer Stein. Ein
Schwarzer Stein? Ja, ein Artefakt der Maya-Kultur. Etwa so groß wie meine Hand. Tut mir leid, Sir, aber die Nachfrage nach schwarzen Steinen ist nicht sonderlich groß. Wenn Sie sich für Maya-Kunst interessieren, ich hätte da ein paar ganz exquisite Töpfe. Ja, habe ich gesehen. Aber so einen habe ich schon. Genau. So. Eine Maschine, mit der Kreditkarten eingelesen werden. Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Das ist Glees, der Besitzer der Galerie. Gucken, was wir hier hinten haben. Verzeihen Sie, Sir. Ja? Ja? Diese Räume sind privat. Oh, ich darf also nicht da hinten rein? Nein, Sir. So was aber auch. So. Das ist Lane, der Kunstkritiker. Der ist also Kunstkritiker. Mhm. Okay. Eieiei. Sie sind Lane, der Kritiker, stimmt's? Korrekt. Aber sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Beschäftigt? Womit? Die Kunst zu bewerten oder zu verreißen. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich weiß jetzt schon, dass dieser Kerl eine harte Nuss wird. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Haben Sie schon mal von Professor Ubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Ubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Okay. Würden Sie mir kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Was zum Teufel machen Sie denn da? Was ist der Unterschied zwischen meinem Topf und all den anderen hier? Ihrer ist kaputt. Sie elender, großkotziger Angeber. Alles nur Worte, die treffen mich doch nicht. Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht. Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Wir könnten uns rächen. Ich glaube kaum, dass er Interesse hätte. Meinst du? Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Uiuiui. Haben Sie mir was in meinen Drink getan? Ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also eigentlich, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Okay. Ich habe genug davon mit diesem Blöd. So wie der Typ sich an dem Glas festkrallt, bräuchte ich ja ein Brecheisen, um ihm das abzunehmen. So. Gestatten Sie? Wow. Der ist wohl hinüber.
war's denn wohl? Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert, aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Geld. Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. So, dann können wir ja jetzt da hinten hin. Und mal gucken, was wir hier so finden. In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen. Aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. Ein Etikett mit einem Namen und einem Firmenlogo drauf. Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Es fängt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Aubier hat Nikos Entführung organisiert. Aubier hat Geld in Marseille abgehoben. Aubier steht in Verbindung zur Transglobal, die wiederum ihre Fracht von einem Lagerhaus in Marseille aus verschicken. Das stand also früher mal auf dem zerrissenen Transglobal-Etikett. Marseille, nicht Mars. Das ist zwar keine brandheiße Spur, aber es ist alles, was ich habe. Ich mache mich sofort auf den Weg, damit ich noch den Nachtzug erwische. Auch nach Marseille. Ein paar Stunden später. Es ist fast Sonnenaufgang, als ich in Marseille ankomme. Ich verfolge die Spur von Condor Transglobal bis zu einer heruntergekommenen Dockanlage. Hier hat die Demo damals gespielt, das weiß ich noch. Ein Maschendrahtzaun versperrt den Zugang zu den Docks. Der Zaun verhindert, dass ich zu den Docks komme. Kletterball rüber, leg Arsch. Oder auch nicht. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran. Er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Ja. Voll der Killer, Alter. Was haben wir denn hier? Ja, sehr gut. Au, Mann, ist das heiß. Was haben wir denn hier? Kann ich vielleicht? Das Höschen ist nicht dick genug, um diese Hitze abzuhalten. Toller Mülleimer. Erwischt. Das wird sie lehren, ihre Finger bei sich zu behalten. So ein Mist. Geh mal nach unten. Ja, du blöder Köter. Was ist denn hier? Der Stab hat einen Haken an einem Ende. Ich nehme an, es ist ein Bootshaken. Aha. Doch.
Ich komme nicht an das Paket ran. Ich komme nicht an die Tür, ohne erst in die Hütte zu klettern. Da komme ich nicht dran. Verzeihung! Hä? Wer ist da? Boah. Jawohl. Autsch. Das tat weh. Früher konnte man auch per Doppelklick da einfach schnell hin, aber das geht anscheinend nicht mehr. Ach, warte mal. Ich brauche ja... Stimmt, ja. Hab ich vergessen. Stimmt. Die olle Flasche. Die Flasche treibt gerade soeben außerhalb meiner Reichweite. Mich bekommt nichts und niemand in dieses Wasser, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Geht's aber irgendwie. Lass dir alle haken. Dann können wir so. Yippie! Wusste ich's doch, dass dieser Bootshaken für irgendwas sehr praktisch sein würde. Was die Flasche angeht, naja, selbst wenn ich keine Verwendung dafür finde, dann habe ich doch wenigstens die Docks ein bisschen sauberer gemacht. Genau. So. Dann können wir jetzt mit der Pulle... Hier. Psst, mach. Die Flasche ist halb voll Wasser. Vielleicht genügt das, um den Kegel so weit abzukühlen, dass man ihn anfassen kann. Bingo. Yep. Jetzt kann ich in das Kaminrohr reinsehen. Der Kamin sieht ohne sein Dächlein irgendwie verletzlich aus. Der Kamin besteht aus einem Metallrohr, das in der Wand verschwindet. Tja, mein Freund. Und jetzt gehst du raus aus deiner Hütte. Blub. Die Flasche verstopft den Kamin. Und in der Hütte sammelt sich der ganze Qualm. So was. Der Kamin sieht ohne sein Dächlein irgendwo. Ja. Stimmt was nicht? Ob was nicht stimmt? Ich bin fast erstickt. Warum schnappen Sie dann nicht etwas Luft? Ein langer Spaziergang am Pier entlang. Ich könnte hierbleiben und das Tor im Auge behalten. Oh nein. Sie wären durch das Tor verschwunden, sobald ich Ihnen den Rücken gekehrt hätte. Wo hier dieser verrückte Hund rumläuft? Ich hatte immer gehofft, eines Tages mal Kinder zu haben. Ja. Sind Sie sicher, dass alles okay ist? Ja, der Rauch verzieht sich ja schon wieder. Dann können wir ja jetzt theoretisch in die Hütte. Aber nur theoretisch. Wobei, der steht ja eh draußen rum. Von daher. Ach, so. Schachtel. In der Schachtel sind nur leere Formulare. Hier ist so offensichtlich. Sag. Das Paket ist voller Hundekuchen. Wo ist man hier? Gebackene Bohnen in Tomatensauce. Na, lecker. Ja, das tut weh. Ofen gleich Hitze, Hitze gleich Verbrennung, Verbrennung gleich unerträgliche Schmerzen. Jemand hat mir mal gesagt, ein Stück Kohle bringe Glück. Flitsch, Kohle. Wer bin ich denn, dass ich gegen irrationalen Aberglauben argumentiere?
Hier war noch eben was. Bin doch nicht blöde. Da. Den würde ich nicht mal tragen, wenn es der letzte Mantel auf dieser Erde wäre. Oh, ein doch. Schäbiger alter Mantel hängt neben der Tür an einem Haken. Ich geh mal raus. Ich sag mal guten Tag. Was zur Hölle machen Sie da? Machen Sie, dass Sie da rauskommen. Okay, halten Sie nur schön den Hund fest. Gut, hätten wir das auch? Ich glaube, hier ist nichts mehr, der oder? Bundesgesundheitsminister rät, dieser Becher gefährdet Ihre Gesundheit. Den lasse ich lieber stehen. Ein schmuddeliger, fleckiger Kaffeebecher. Na dann... Ab nach unten. Oh, Tür zu. So, du dreckiger Scheißköter. Du gehst jetzt gleich schwimmen. Hier, Kleiner, komm, hol dir das Leckerchen. Ich habe ja leichte Gewissensbisse, den Hund einfach ins Wasser zu schmeißen, aber das vergeht schnell wieder. Platsch. Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht bis an die Plattform ran. Für was ist denn die Plattform gut? Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich ihn jetzt halt abschwimmen lassen. Jetzt kann ich es wieder hochmachen, was auch immer das bringt. Egal, gehen wir wieder hoch. So, jetzt können wir ja abhauen. Tschüss dann, ne? Wachmann, Hund ist ja nicht mehr da. Können wir abhauen. Das ist schon ganz schön düster hier alles, ne? Muss man ja schon sagen.